Dankeschön. Gehe ich über zu Herrn Holstenkamp, der den nächsten Vortrag hier geben wird, bevor wir dann in die Kleingruppendiskussion gehen. Herr Holstenkamp wird gleich sprechen zum Thema Finanzierung der Energiewende. Herr Holstenkamp haben wir eingeladen, weil er eben sich mit Finanzierungsfragen der Energiewende schon sehr lange beschäftigt und eben auch mit dem Thema Bürgerbeteiligung in der Energiewende. Herr Holstenkamp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Nachwuchsgruppenleiter an der Leuphana-Universität Lüneburg und wird Ihnen gleich einmal vorstellen, wie eigentlich der Strompreis aktuell schon zusammengesetzt ist und wie die Finanzierung unseres Stromnetzes und Energiemarkts sich eigentlich an die ändernden Bedingungen durch die Energiewende anpassen müsste. Herr Holstenkamp, Sie sind dran. Ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Jetzt kann ich auch teilen, dann tue ich das mal. Ich hoffe, man kann meine Präsentation sehen. Ich würde auch angesichts der Zeit direkt einsteigen, ohne mich noch groß vorzustellen. Das ist ja gerade bereits geschehen. Ist auch gerade schon gesagt worden. Mein Vortrag ist zwar mit Finanzierung und Geschäftsmodellen überschrieben, aber ich steige mit einem Thema an, wo ich denke, dass da noch eine große Baustelle ist, dass man dort noch einiges tun müsste, nämlich bei der Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere Steuern, Abgaben und Umlagen? Und was das mit auch Geschäftsmodellen zu tun hat, das werde ich Ihnen gleich vorstellen. Ich habe eine Grafik mitgebracht, die immer vom Verband der Energiewirtschaft, BDEW, herausgegeben wird für jedes Jahr. Die schauen sich an, wie setzt sich eigentlich der durchschnittliche Strompreis für einen privaten Haushalt in Deutschland zusammen. Die nehmen ganz bestimmte Annahmen an, setzen zum Beispiel den Jahresverbrauch auf 3.500 Kilowattstunden, um das so ein bisschen zu vereinheitlichen und haben dann eben festgestellt, dass es ganz viele verschiedene Teile gibt, aus denen sich so unser Strompreis zusammensetzt. Habe ich vereinfacht, aber die wesentlichen Blöcke sind etwa ein Viertel ungefähr ist für die eigentliche Stromerzeugung, die Beschaffung und den Vertrieb. Nochmal ein Viertel ungefähr brauchen wir für Netzentgelte. Da zählen dann nicht nur die Finanzierung der Netze mit rein, sondern eben auch Fragen wie die Messung, den Messstellenbetrieb, die Abrechnung. Dann ist ein Block Mehrwertsteuer dabei. Konzessionsabgabe ist eine Abgabe, die dann eben auch die Kommunen weitergegeben wird. Die EEG-Umlage, die ist ja schon angesprochen worden. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Umlagen und eben die Stromsteuer, die es auch seit 1999 gibt. Und insgesamt kommen wir im Mittel in Deutschland auf 31,89 Cent pro Kilowattstunde Strompreis. Drei Punkte, die ich da gerne besonders hervorheben möchte. Das eine ist, über die EEG-Umlage wird ja gerade ganz viel diskutiert. Die eine Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, wann ist die eigentlich zu zahlen, wann ist die nicht zu zahlen, wenn jemand auf ein Familienhaus zum Beispiel eine PV-Anlage draufsetzt und die nicht zu groß wird, dann muss der Haushalt, wenn er den Strom eben auch selber verbraucht, eben keine EEG-Umlage zahlen. In anderen Konstellationen geht das nicht. Was gerade ganz stark diskutiert wird, ist eben die Frage, ob man nicht einen Teil oder weitgehend die EEG-Umlage aus dem Haushalt finanzieren sollte. Das hat einen rechtlichen Nachteil, den man jetzt schon merkt, dann ist es nämlich ganz eindeutig eine Subvention. Und aus juristischer Sicht oder vom Verfahren her bedeutet das, dass das in jedem Fall der EU-Kommission angezeigt werden muss und von der EU-Kommission dann auch genehmigt werden muss. Und das heißt, jede Änderung, die gemacht wird, muss dann entsprechend auch genehmigt werden. Das Zweite, worüber gerade diskutiert wird, ist die Frage, wie finanzieren wir eigentlich unsere Netze? Dass wir die brauchen, haben wir ja gerade schon vernommen, auch von Herrn Wünsch. Die Frage ist eben, wie werden die Kosten umgelegt für die Netzentgelte? Und momentan werden sie im Wesentlichen bei den privaten Haushalten eben auch auf die genutzte Kilowattstunde Strom umgelegt. Das führt aber auch dazu, dass diejenigen, die wenig Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen, auch wenig zur Finanzierung der Netze beitragen. Also wer
sehr viel aus über eine eigene PV-Anlage und einen Stromspeicher selbst erzeugt und nutzt, trägt auch wenig zur Finanzierung der Stromnetze bei. Das heißt, die Frage ist, ob man da nicht eine stärkere Komponente einbauen müsste, jedenfalls für all diejenigen, die sich nicht komplett vom Netz abkoppeln, was sehr, sehr teuer ist und nicht, ökonomisch nicht so viel Sinn macht, aber die meisten brauchen irgendwie noch das öffentliche Netz. Und warum dann nicht eine stärkere leistungsabhängige Komponente einführen? Und das Dritte, worüber insgesamt diskutiert wird, was ich gerne hervorheben möchte, ist, wir haben ja in vielen Fällen einen einheitlichen Tarif, egal wann wir den Strom nutzen. Nun ist zu bestimmten Zeiten besonders viel Strom aus Windenergie und Solarenergie verfügbar. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn dann auch der Strompreis und der Tarif auch niedriger wäre, sodass es einen ökonomischen Anreiz gibt? Das wird dann unter Stichwort von zeitvariablen Stromtarifen diskutiert. Und das Problem, was es dort in gewisser Weise gibt, ist, dass die Anreize relativ groß sein müssen, damit es sich finanziell im Moment auch lohnt. Also wenn man das so hochrechnet, wenn ich 1 Cent pro Kilowattstunde irgendwie einsparen könnte im Mittel, dann lande ich im Jahr eben bei 35 Euro Einsparung, also 3.500 Kilowattstunden Verbrauchshaushalt. Also die Frage, wenn man das macht, dann müsste es sehr deutliche Preisunterschiede geben, damit man die am Ende auch im Portemonnaie spürt. Wie ist da die Verbindung zum Thema Geschäftsmodelle? Hier mal gegenübergestellt die Säule, die Sie gerade schon gesehen haben. Und dann die Frage, wenn ich Strom aus einer kleinen PV-Anlage erzeuge, dann hat das eine Studie von Fraunhofer ISE aus Freiburg, die haben festgestellt, dann liegt man so in Deutschland, oder lag man vor einigen Jahren in Deutschland so ungefähr zwischen etwas mehr als 7 Cent pro Kilowattstunde und 11,5 Cent pro Kilowattstunde. Also hier mal dargestellt, vielleicht so mittel ungefähr bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Das sind natürlich mehr als die 7,7 Cent, die so im Mittel in den Strom drin sind. Insofern, ob sich das lohnt, das selber zu erzeugen, hängt ganz stark davon ab, wie viele Abgaben und Umlagen ich eigentlich zahlen muss. Also wie viel kommt da eigentlich noch oben drauf? Und je nachdem, welche Ausnahmen es gibt und wie die eben auch begründet werden, lohnt sich eben für einzelne Akteure ein Geschäftsmodell oder es lohnt sich nicht. Und deswegen muss man sich sehr gut darüber Gedanken machen, wann man welche Ausnahmen einräumt, weil das dann entsprechende Auswirkungen hat. Man setzt sozusagen Anreize, ein bestimmtes Modell umzusetzen oder auch nicht umzusetzen. Ein Beispiel, das kennen sicherlich einige von Ihnen, wäre das Thema Mieterstrom. Das ist jetzt kein Mehrfamilienhaus hier in der Abbildung, weil ich kein schönes gefunden habe, wo ich selber auch die Nutzungsrechte dran habe. Aber es soll es ein bisschen darstellen. Es gibt ein Haus, nehmen wir mal an, das sind mehrere Mietparteien, die dort wohnen. Eine Vermieterin, ein Vermieter betreibt eine PV-Anlage auf dem Dach. Und dann ist es seit 2017 eben möglich, dass diese Vermieterin einen Stromvertrag mit dem Mieter oder der Mieterin abschließt und den Strom, der in der PV-Anlage erzeugt wird, eben auch an die Mieterinnen und Mieter weitergibt. Und einige Abgaben und Umlagen entfallen. Also es müssen, weil das im Hause bleibt, eben zum Beispiel keine Netzentgelte gezahlt werden. Auch die Stromsteuer fällt weg zum Beispiel. Aber es muss in diesem Fall nach wie vor die volle EEG-Umlage gezahlt werden. Herr Holstenkamp, nur kurzer Hinweis. Wir haben noch wenige Minuten, dass ich vielleicht müssen noch ein bisschen anziehen. Das kommt trotzdem hin. Und genau, man hat sich eben überlegt, dass man da einen gewissen Ausgleich fühlt, auch für die höheren Messkosten schaffen möchte und hat deswegen ein System eingeführt, dass der Vermieter in diesem Fall einen Mieterstromzuschlag bekommt. Das ist ein relativ umständlich
ähnliches System, was man eingeführt hat in Deutschland. Und es ist stark begrenzt, weil es an ganz viele Bedingungen gebunden ist. Das hat man jetzt mit einigen Änderungen im EEG etwas erleichtert, erweitert, aber es bleibt grundsätzlich ein relativ umständliches System. Und insgesamt ist eben der technische und organisatorische Aufwand relativ hoch und dafür ist der Gewinn überschaubar. Man hat die Förderung jetzt ein bisschen erhöht, aber die Frage ist eben, lohnt sich das und könnte man da nicht ein einfaches System umsetzen? Man könnte die Idee natürlich auch weiterdenken, da ist man gerade dabei. Ein bisschen, wie gesagt, hat man das schon erweitert, diese Mieterstrom-Idee. Eigentlich wäre es natürlich, macht es keinen Sinn, das auf ein einzelnes Haus zu begrenzen. Und es würde auch sehr viel Sinn machen, Strom innerhalb einer Gemeinschaft zu teilen. Das ist auch vom europäischen Gesetzgeber so vorgesehen in der erneuerbaren EGIN-Richtlinie und wäre auch ein mögliches Geschäftsmodell für Bürgerenergiegesellschaften, wenn die eben leichter Strom zwischen Mitgliedern teilen können. Und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Folie, um noch so ein bisschen sozusagen Fazit zu ziehen. Wichtig ist für mich hervorzuheben, dass die Struktur der Steuern, Umlagen, Entgelte auf den Prüfstand gehört. Beispiel wären die Netzentgelte. Das ist eine große Baustelle und es reicht meines Erachtens nicht, wenn man nur an einzelnen kleinen Schrauben ein bisschen dreht, sondern man sollte sich überlegen, was ist überhaupt grundsätzlich sinnvoll. Viele Geschäftsmodelle bauen eben darauf auf, dass man einzelne Steuern, Umlagen, Abgaben einsparen kann. Und da sollte man sich immer gut überlegen, wie ist das begründet? Gibt es da einen Grund für? Gibt es da vom System her einen Grund? Oder möchte man bestimmte Dinge anreizen? Zum Beispiel kleinere Projekte von bürgernahen Akteuren. Da könnte man eben Größenausnahmen machen. Das Mieterstrommodell ist grundsätzlich relativ umständlich und man sollte darüber nachdenken, ob man das nicht einfacher machen kann, um eben auch Stromteilen in anderen Strukturen zu ermöglichen und damit eben auch zum Beispiel Bürgerenergiegesellschaften weiteres Geschäftsmodell, zukünftiges Geschäftsmodell zu ermöglichen. Soweit mein Vortrag. Ganz herzlichen Dank.